Ich habe Blockaden mitorganisiert und habe an Blockaden von Atomwaffenstützpunkten oder auch von anderen Bauplätzen und Ähnlichem teilgenommen. Bin auch zwei oder dreimal strafrechtlich in einem minimalen Umfang verurteilt worden, und das wurde dann eben auch als besonders militant und linksextremistisch gewertet. Kurz danach sollte ich Datenschutzbeauftragter von Brandenburg werden. Das war konsentiert zwischen den Regierungsparteien, also FDP, Bündnis 90 Grüne und SPD. Nachdem aber das Bundesamt für Verfassungsschutz davon Kenntnis erlangt hat, nahm das Bundesamt in Person des damaligen Chefs, Herr Wertebach, eben dann massiv Einfluss auf die FDP, die dann von der Unterstützung von mir zurückgetreten sind. Und ich bin dann also nach Potsdam gefahren. Meine Wahl sollte stattfinden. Und ich habe dann, das war also 3 Tage vorher, ging das dann also auch durch die Medien. Und ich bin dann sozusagen durchgefallen als Datenschutzbeauftragter von Brandenburg. Ich habe mich dann an den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewendet. Das war zu dieser Zeit Herr Geiger, ein ehemaliger Datenschutzkollege aus Bayern, beziehungsweise der in der Zwischenzeit also die Seiten gewechselt hat zum Geheimdienst, aber mit dem ich mich also gut kannte und eigentlich auch ganz gut verstanden habe. Und ich bat um Auskunft über meine Daten, und da wurde mir dann vom Bundesamt für Verfassungsschutz mitgeteilt, meine Informationen wären gelöscht gewesen. Was natürlich auch wieder illegal war. Durfte ja nicht meine Unterlagen im Rahmen oder im Laufe eines laufenden Verfahrens einfach so löschen. Als ich dann in den Landtag gekommen bin, 1984, war ich Mitglied des Innen- und Rechtsausschusses und dort dann auch zuständig für die Kontrolle des Landesamtes für Verfassungsschutz. Dort habe ich mitbekommen, wie wir Parlamentarier an der Nase rumgeführt werden von den behördlichen Verfassungsschützern und inwieweit also jetzt hier eine parlamentarische Kontrolle möglich bzw. nicht möglich ist. Generell würde ich jetzt mal sagen, insbesondere was das Bundesamt für Verfassungsschutz, MHD und Bundesnachrichtendienst angeht, ist eher der Schaden für Demokratie und Grundrechte größer als der Nutzen, der also von diesen Ämtern ausgeht. Also konkret die Überwachung durch den Verfassungsschutz war die Initialzündung dafür, dass ich mich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt habe und war sozusagen die Voraussetzung für meine ganze weitere politische, aber dann insbesondere auch berufliche Karriere. Auf der anderen Seite ist natürlich das Wissen, dass da eine Behörde im Geheimen über einen jetzt über die eigenen politischen Aktivitäten Informationen sammelt, ist natürlich schon ein bisschen ja, befremdlich und ja, belästigend, sage ich mal, nicht beeinträchtigend, aber schon belästigend. Ja. Ich bin immer ein Verfassungsschützer gewesen, aber eben in anderem Sinne, wie es der Beamte der Verfassungsschutz verstanden hat.